Ja! Was geht ab, Leute? Wir spielen heute Super Ghouls and Ghosts. Ist ein alter Klassiker, mein Hassspiel für Super Nintendo. Und es wird auch ein sehr langer Teil für jeden, der das schauen wird. Ja, ich bin übrigens der Rob von den Klabusterbären. Und ich werde versuchen, das Spiel hier auf einen, na, ich sag mal, bis ich tot bin, zu spielen. Und bis dahin könnt ihr mich begleiten. Story ist, ich bin ein Ritter, unsere Prinzessin hier wird entführt von dem bösen Dämon. Und wir müssen sie natürlich retten. Aber das skippen wir einfach mal. Und wie gesagt, das ist mein Hassspiel. Ist ein echt verdammt hartes Spiel. Man hat, glaube ich, drei Leben. Man kann maximal zweimal, ne, zwei Leben. Man kann maximal zweimal getroffen werden in dem Spiel. Und dann ist man auch schon tot. Das heißt, man hat es ziemlich schwer. Und ja, also ich habe das Spiel schon einmal in meinem Leben durchgeschafft. Das Geile ist, wenn man das Spiel durchschafft, dann muss man das ein zweites Mal durchschaffen, damit man es durchgeschafft hat quasi. Also wenn man das erste Mal den Endboss besiegt, ist das nicht der, ich glaube, da ist die Prinzessin ein Fake oder so. Das weiß ich jetzt leider nicht mehr ganz genau. Und ja, dann, wenn die ein Fake ist, muss man halt dann nochmal durch alle Levels zufälligerweise. Und damit man irgendwie halt an die Prinzessin rankommt, ne? Und ein zweites Mal das ganze Scheißspiel nochmal durchzocken, ne? Also ich habe es erst vor ein paar Tagen gespielt, deswegen habe ich wieder ein bisschen Übung, sage ich mal. Aber das wird sich bestimmt bald wieder ändern. Also ich bin bis zum zweiten Level, glaube ich, gekommen. Was nicht sehr weit ist. Das war knapp. Und ja, wie gesagt, ist ein arschiges Spiel. Wenn man die falschen Waffen hat, dann eine Scheiße, so wie hier. Ah, ich Idiot. Dann hat man quasi schon halb verkackt. Also das Spiel ist eigentlich nur davon abhängig, welche Waffe man hat. Und wie ihr gesehen habt, die Lanze war ganz okay, aber diese Flamme hier ist ein bisschen unnütz, sage ich mal. Sie hat immer diesen scheiß Bogen fährt und man nicht wirklich steuern kann, wo man denn jetzt genau trifft. Hat natürlich auch Vorteile, aber es ist jetzt nicht die Waffe meiner Wahl, sage ich mal. So, wir sind. Oh shit. Und da seht ihr es schon das erste Mal. Wenn man getroffen wird, ist die Rüstung weg. Man ist nur noch in der Unterhose. Und beim zweiten Mal ist es dann nicht mehr so schön, da ist man dann sofort tot einfach. Es gibt so Rüstungs-Upgrades, das werdet ihr vielleicht noch mitbekommen. Oh, scheiße. Also hier ist die Waffe zum Beispiel komplett für den Arsch. Es gibt so Rüstungs-Updates und ja, wenn man wieder ganz am Anfang einfach. Wenn man diese Rüstungsupdates kriegt, dann kann man quasi auch nur zweimal getroffen werden, lustigerweise. Aber man hat halt dann stärkere Waffen. Übrigens ist egal, was man hier berührt, man stirbt einfach immer. Also auch wenn ich diesen Sarg berühre, obwohl da noch keiner rausgekommen ist. So. Oh Gott, regt mich das Spiel jetzt schon auf. Das ist so einfach total stressig zum Zocken. Aber irgendwann werden wir es mal durchspielen, das sage ich euch. Also mal gucken, wie weit ich diesmal komme. Gut. Ich brauche einfach eine andere Waffe. So. Wenigstens wieder eine Rüstung. Und man kriegt natürlich auch wieder Leben dazu, wenn man genug Punkte gesammelt hat, hier, das ist Geld. Aber naja, ich sag mal so, pro Level vielleicht maximal ein Leben, wenn man immer Glück hat. Aber jetzt habe ich die beste Waffe im Spiel bekommen. Yay, yay. Also dieser Dolch ist wirklich, er ist schnell, er ist stark, er ist einfach die beste Waffe. Mit dem Spiel sollte man noch versuchen, das Spiel, mit der Waffe sollte man versuchen, das Spiel durchzuspielen. Na, toll! Und
Naja. Das Problem ist, an manchen Stellen gibt es dann immer so Kisten, die muss man einfach zerstören oder man will halt sehen, was drin ist. So wie hier in dem Fall zum Beispiel. Das tun wir uns jetzt natürlich an wegen der Rüstung. Ja, und dann kommt es halt auch mal vor, dass man, naja, aus Versehen die beste Waffe im Spiel dann aufgibt und auf einmal die schlechteste hat, ne? Was halt voll der Bullshit ist. Aber was will man denn machen, ne? So. Und damit seht ihr, hier ist es jetzt schon viel einfacher. Und diese Doppelsprünge sind auch voll der Scheiß. Aber die Waffe macht es halt um einiges leichter. Und hier haben wir so eine besagte Truhe, die wir jetzt zerstören könnten. Ja, probieren wir es mal. Oh, wobei, nee, machen wir nicht. Wenn da jetzt eine scheiß Waffe drin ist, dann ist der Dolch weg. Das könnte natürlich auch eine Rüstung sein, aber das wollen wir jetzt mal nicht riskieren. So. Haben wir das Level ungefähr halb geschafft. Bibi, bibi, bibi. Hier sind halt immer diese Tumor-Dinger. Oh shit. Echt scheiße. Und die Dinger explodieren halt auch. Puh, das war jetzt knapp. Aber hier ist eine Kiste. So, Level up. Nicht Level up, Leben ab. Gut. Das ist ziemlich gut. So. Jetzt könnten wir natürlich wieder zurückgehen und diese Rüstung holen, aber naja. Ihr glaubt gar nicht, wie lange ich dafür gebraucht habe, dieses Spiel durchzuschaffen. Das habe ich vor ein paar Jahren mal probiert. Das hat mich, glaube ich, das hat mich bestimmt eine Woche gedauert oder so. Wenn man es immer wieder machen muss und immer wieder Neues dazulernt. In jedem Level hat man irgendwie seine Stellen, wo man halt einfach abkackt. Und naja. Aber mit dem Dolch ist das ganze Spiel ziemlich einfach. Größtenteils. Ja, genau. Seht ihr, Endgegner, kein Problem. Aber es ist nur das erste Level. Es gibt 8 Level und die müssen wir zweimal durchschaffen. Mal schauen, ob wir das jemals packen. Ich bezweifle es. Aber naja, wir versuchen unser Bestes. Ist natürlich mein absolutes Lieblingslevel hier. Alles mit Wasser ist immer hässlich, einfach. So, das mache ich jetzt mal aus Vorführzwecken. Achso. Doch nicht, ich dachte, das wäre so eine Mimik-Truhe. Gibt es hier nämlich auch. Es gibt Truhen, die keine richtigen Truhen sind. Und es gibt auch Truhen, wo irgendwelche Zauberer rauskommen. Was auch ziemlich problematisch ist. Und der Wasserpegel steigt. Juhu. So. Die Geister sind hier noch nicht so das Problem. Ihr werdet schon sehen, wann es scheiße wird. Ab hier ungefähr. Ich würde mal sagen, das ist so eine Mimik-Truhe. Ich habe gar keinen Bock auf die. Tschüss. Da oben ist noch eine. Die erkennt man schon ganz gut, wenn ihr das Truhendesign kennt, aber ich zeig's euch mal. Ja, da kommt halt dieser Geist da rausgeflogen. Und dann haben wir die grüne Rüstung. Das erste Mal. Jetzt seht ihr hier, unsere Dolche fliegen jetzt lasermäßig, machen mehr Schaden. Was uns natürlich gefällt. Oh, scheiße. Ja. Und diese Dinger muss man natürlich... Oh.
Die Geister sind ja ein Abfuck. Man muss natürlich diese Dinger hier zerstören quasi, während die in der Truhe sind, ansonsten hat man verkackt. So, yay, Mann über Bord! Und jetzt geht der Spaß los mit dem Wasser. Und hier ist halt auch das Problem, wenn man hier nicht den Dolch hat, also irgendeine Scheißwaffe, ihr werdet den Endgegner sehen, da hat man richtig verkackt einfach. So. Der Bildschirm wandert natürlich immer weiter. Ohne Rücksicht auf Verluste. Aber bisher schlagen wir uns ganz gut, finde ich. Aber wie gesagt, bis zu dem Level bin ich schon gekommen. Ich bin sogar noch ein Level weitergekommen. Also, das kommt dann auch noch. Das nächste Level habe ich aber nicht ganz geschafft. Da bin ich dann abgekackt das letzte Mal. Vor einer Woche oder so. Ja, das schaffen wir nicht mehr. Das war jetzt die beste Rüstung quasi. Da kann man dann ja, wenn wir schon von Rüstung reden, ne? Da kann man dann seine Waffe quasi aufladen und ja, Vollgas geben. Hat man dann so eine super Attacke. Jetzt hoffen wir nur mal, dass wir irgendwie eine Rüstung bekommen. Bitte, Rüstung, hallo? Eieiei. Naja, wenigstens Punkte. So, jetzt kommen hier meine Lieblinge. Oh Gott. Man hat halt durchgehend einfach Panik, hier zu sterben, was halt wirklich einfach langweilt. Man ist bei jedem Sprung, ist man irgendwie drauf gefasst, jetzt das ganze Level von vorne anzufangen. Von dem Spiel gibt es übrigens auch ein NES-Teil. Ich glaube, das heißt Super Ghouls and Goblins. Und das ist sogar noch fieser. Also bei dem Super Ghouls and Goblins, da ist es so, man kann den Endgegner nur mit einer Waffe besiegen. Die Waffe kriegt man irgendwann im Verlauf des Spiels. Aber ohne diese Waffe ist an so scheiße im ganzen Spiel, dass man es eigentlich fast nicht zum Endgegner schaffen kann halt. Wenn man dann einmal stirbt beim Endgegner, kann man diese Waffe nicht mehr kriegen und muss das ganze Spiel nochmal von neu spielen. Also, es klingt echt unrealistisch, aber also so habe ich es in dem Video gesehen zumindest. Ich habe selber noch nicht probiert. Das könnte man machen, wenn ich das hier vielleicht schaffe. Irgendwann mal. Aber erst einmal schaffen. Bisher schlagen wir uns ganz okay. Immer noch 3 Leben. Aber 2, wie man sehen mag. Ah, scheiße. Und seht ihr, jetzt ist genau so ein Moment, wo man einfach überhaupt nicht springen will. Und jetzt hatte ich Glück. Sonst hätte ich vielleicht diese Lanze bekommen, die halt echt Bullshit ist. Also die ist nach dem Dolch die zweitbeste Waffe, aber ansonsten kann man die einfach in die Tonne treten. So, jetzt sind wir beim Endgegner. Der ist eigentlich ganz easy. Ich hoffe, ich laber jetzt nicht zu viel. Das ist irgend so eine Krake, die schießt so scheiße. Also mit dem Dolch kriegt man die ganz schön schnell down eigentlich. Das Problem sind halt immer diese Wellen einfach. Dann rennt die weg. Wir müssen daher. Und geschafft. Ich sag ja ganz einfach. Aber es ist natürlich nur der hier gewesen, ne?
Und wir gehen in den Wasserfall. Yay, Prinzessin, ich komme. Und wie ihr seht, sind wir noch gar nicht weit. Level 3 hier. Und wir müssen bis ganz nach hoch zum Dämon. Also hier geht's jetzt Thema Feuer, ne? Feuer, Wasser, jetzt Feuer. Und diese kleinen Scheiße hier, das sind die schlimmsten, sage ich euch. Nee, die Waffe wollen wir nicht. Die kommen nämlich da aus dem Feuer und wenn man die nicht sofort tötet, dann fliegen die einen da rum und die zerficken einfach einen. Ich sag's euch. Diese großen Oschis da, die sind eigentlich fast egal halt, aber. Diese kleinen Feuerimps oder wie man es auch nennen will, das sind echt einfach ein Problem. So. Ihr seht, jetzt wird Timing schon ein bisschen mehr gefragt. Cool. Großartig. Danke. Aha, jetzt hatte ich zu viel Schiss. Scheiße. Wenigstens dürfen wir unseren Dolch behalten. Also wenn das nicht wäre, wenn man dann immer wieder die Lanze von Anfang an hat, ja, ich glaube, dann wäre das Spiel sowas von schwer einfach. Ja, der Bogen ist auch nicht gut. Der zielt halt immer so noch schräg nach oben. Man feuert zwar zwei Pfeile, aber trotzdem ist es ein ziemlicher Scheiß. Punkte. So. Diesmal nicht, du Arsch. Aber jetzt wird's knapp. Schnell. Ja, okay. Dann halt nicht. Was machen wir jetzt? Dickerchen, hallo. Geh mal weg da. Geh weg. Geht doch. Aber jetzt aber schnell. So. Übergroßer Hamster. Ach ja. Ihr seht schon, das wird spaßig hier. Ich weiß gar nicht, wer dieses Spiel gemacht hat. Wie kann man sich diesen ganzen Scheiß einfallen lassen? Also hier übrigens, wenn man die Stacheln berührt, ne, dann ist klar. Servus. Oh Gott. Wenn man hier den Doppelsprung verkackt, dann ist halt natürlich komplett am Arsch, ne? Geschafft. Ich glaube, ich bin weiter als letztes Mal gekommen. Oh ja. Sehr schön. Du kannst mit mal kreuzweise, ey. Oh, großartig. Okay. Ach, fangen wir wenigstens hier an. Das ist gut. Habe ich diesen Feuerimp nicht mehr am Hals. Diesen übergroßen Feuerimp. Nur noch Fledermäuse. Und mit ein bisschen Glück schaffen wir es sogar. Seitdem es kommen solche Feuerimps. Die sind halt richtig problematisch. 3D! Echt übelst 3D-Grafiken einfach. So. Aber ist auch Bullshit, dass diese Gargoyles einen da direkt töten einfach. Yes!
Ich bin ein bisschen zuversichtlich, dass wir es hier zum Endgegner schaffen. Fast ihn. Okay, die Sichel ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ist, glaube ich, eine bessere Axt. Aber da bin ich mir jetzt nicht sicher, deswegen lassen wir das mal lieber. Aber mit dem Dolch kann uns halt eigentlich fast nichts passieren, wenn wir aufpassen. Ja, genau. Genau. Euch geht's noch gut, Alter, oder? Oh Mann. Keine Rüstung und zum Endgegner wahrscheinlich. Den ich nicht kenne. Also ich weiß nicht mehr, was da kommt. Woher kommen die überhaupt? Rüstung, Rüstung. Gut. Ja. Mit der grünen Rüstung wäre das jetzt alles so einfach dann. Nein, seht ihr, was ich... Oh Gott, oh Gott. Und ich habe natürlich die... oh Mann. Das ist echt mies jetzt. Ich glaube, jetzt kommt auch der Endgegner und ich habe den Dolch nicht mehr. Ja, genau. Also das ist jetzt echt... Das ist echt witzlos. Hallo? Ja, genau. Genau. Jetzt geht's euch noch gut, ey. Ja, ich denke, hier werde ich sicher sein, wenn der nicht noch andere Attacken auspackt. Aber zwei Treffer pro Runde ist ein bisschen echt mies. Verpiss dich. Ja, ich denke, das geht ganz locker hier. Man muss halt immer nur das Verhalten von den Bossen da durchschauen. Dann geht das auch immer. Juhu! Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich es sofort schaffe. So ein bisschen glücklich. Und ab geht's in Level 4. Das schaut schon mal sehr schön aus. Und es ist auch sehr, sehr schön, ne? Gott. Voll mit meiner Waffe. Würde mich verarschen. Ist das geil. Oh mein Gott. Okay. Gut. So weit, so gut. Also wie ihr seht, ich bin hier hoch konzentriert. Langsam wird es auch schwer. Richtig schwer. Oh Gott. Ich habe eine Vorahnung, was jetzt passiert.
Und genau das hatte ich befürchtet, aber ich bin zum Glück irgendwie durchgekommen. Puh. So, und was haltet ihr bisher von dem Spiel? Ihr findet es bestimmt genauso klasse wie ich. Vielleicht habt ihr es ja auch mal gespielt, könnt ihr in die Kommentare hauen. Vielleicht habt ihr auch noch Taktiken, die besser sind für das Spiel. Ja, genau. Ja, vielleicht habt ihr Taktiken und Kniffe für das Spiel. Ja, ist schon recht. Gott. Ich flippe hier aus gleich. Sag's euch. Und die kleinen Scheiße sind auch da. Oh Gott, ist die Waffe schrecklich einfach. Ich krieg gleich Kopfschmerzen. Puh, kann man hier nicht einfach unten laufen, aber. Was ist das denn auf Drogen, ey? Ja, auf, gut. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir den Boden berühren dürfen. Danke. Ich sag ja, diese kleinen Imps sind echt abgefuckt. Und? Wir haben es geschafft. Bin ich schon wieder beim Endgegner? Oh ja. Oh, vielleicht ist die Waffe hier gar nicht so schlecht. Also kann ich auf Distanz bleiben. Das war klar. Und verschissen. Wahrscheinlich das ganze Level von vorn. Oder? Wie sieht's aus? Ach Gott. Naja, okay, den Teil hier kann man schon schaffen, aber ist trotzdem echt abfuck. Oder man schafft ihn noch nicht so easy. Je nachdem, was für ein Noob man ist. Mal gucken. Irgendwie ein... Oh. Ja, wir schaffen es sowieso nicht. Es wird jetzt der letzte Versuch, glaube ich. Nein. Und das war's dann heute für heute. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Das nächste Mal probieren wir es nochmal. Haut rein!